Ja, zack, das ist doch schon mal direkt ein gutes Zeichen. Komm mal ran hier, die Hechtmutti. Boah, direkt mit 5,7 Kilo. Ja, sauber, schön auf Hecht. Erstmal hier locker testen, denn es gibt gerade zwei Hecht-Kaffeeaufträge am Wolchhof. Und da habe ich gedacht, komm, Alten, Kaffeeaufträge und Hecht, immer eine gute Kombination. Und deswegen ab zum Wolchhof, zweimal 2 Kilo Hecht. Und das doch schnell gefangen. Da sollte man doch mal schnell die 100, zack, die 100 Silber mitnehmen. Also schön rein mit dem Setup. Zack, auswerfen hier vorne. Ich glaube, die Stelle erkennt man doch sofort, oder? Instant erkannt die Stelle. Wir sind direkt in der Base. Das heißt, man geht eben schnell zum Wolchhof, geht eben hier die Treppen runter zum Anleger und dann da vorne hinwerfen, zu dem Turm. Also da vorne links ist eine riesen Schilfkante und da wollen wir hin. Und deswegen, ja, ich komme mal so ein bisschen weiter hier rüber noch, so. Probieren wir mal. Und dann muss man hier knapp dran vorbeiwerfen, aber nicht zu knapp, dann ballert es irgendwo gegen so eine Hitbox. Also schön dran vorbeiwerfen, auch ein bisschen treiben lassen ruhig. Und dann gehen wir da rein, einfach nur mit dem Gieren natürlich hier wieder, denn ich bin hier mit dem Topwater-Köder unterwegs und zack, da haben wir schon den nächsten Einschlag. Jawohl, jawohl, ein bisschen größer dürfen sie werden. 2 Kilo, 2 Stück davon reicht mir doch. Genau für den Kaffeeauftrag. Das ist doch perfekt. Natürlich muss einiges andere auch noch passen. Gerne auch ein bisschen regnerisches Wetter. Ist gar nicht so schlecht. Gerade für ein Hecht läuft das mal immer wieder ganz gut. Ganz wichtig aber auch die Morgenstunden oder die Abendstunden. Bedeutet also, wenn du hier um 12 Uhr mittags stehst und auswirfst und dich dann wunderst, dass du nichts fängst und der Alden zieht hier raus, naja, dann liegt es an der Uhrzeit, ne? Also, egal wie sehr man sich dann bemüht, zu manchen Uhrzeiten lübt es einfach nicht. Und gerade beim Hecht ist das schon sehr, sehr typisch von den Uhrzeiten. Also, Morgenstunden, ich sag mal so ab 5 Uhr, zwischen 5 und sagen wir mal 11 Uhr ungefähr, da läuft das noch ganz gut. Und dann lässt es drastisch nach. Und danach geht es weiter, so gegen 15, 16 Uhr. Und das dann bis ungefähr 22, 23 Uhr. Also das sind so die Hotspot-Zeiten für Hecht. Und das an eigentlich allen Gewässern. Manchmal, wenn man so schleppen geht, ob das jetzt Tunguska ist oder Archipel, dann hat man die auch schon mal so random mit dran, auf sehr, sehr großen Wobblern oder so. Aber normal, wenn man da gezielt auf Hecht geht und man ist vielleicht stationär an einer Stelle, dann ist es in der Regel ja ganz fest von den Uhrzeiten. Ob das jetzt alte Festung ist, Wolchhof, Kuori und so weiter, Ladogasee, immer das Gleiche. Jetzt ist natürlich immer die Frage, welcher Köder triggert hier am besten? Und einer, der immer wieder gut funktioniert und funktioniert hat, ist jener welcher, ich zeige den gleich, oben in der Ecke sieht man es ja schon, der mit dem rot-weißen Kopf. Und da kann man dann natürlich auch noch ein bisschen variieren. Also wir gucken gleich mal rein ins Setup, wie das jetzt gerade so aufgebaut ist und ob da noch mehr geht oder nicht. So, mal eben durchziehen. Das ist es. Der Siberia F. Lure hatte der Devilus vor Jahren mal empfohlen und seitdem nutze ich das Teil tatsächlich immer mal wieder. Leider ist die gesamte restliche Serie von den F-Lures gar nicht mal so nice. Der einzige, der wirklich immer wieder richtig gut funktioniert, ist jener welcher. Und der, ja, der triggert tatsächlich immer wieder ganz gut. Man kann es natürlich auch probieren mit den Poppern. Popper-Serie auch natürlich immer ganz nice. Und dann, hier sind die die anderen Popper auch nochmal, aber dann hier sowas, zum Beispiel in silbrig, auch hier wieder mit dem roten Kopf, in dem Fall jetzt hier gerade nur 1-0er Haken drauf, aber auch das wäre nochmal eine Möglichkeit, guck mal hier, die sind noch ein bisschen schwerer, fliegen also nochmal deutlich weiter und größere Köder ist für Hecht auch immer ein ganz gutes Zeichen, also mit einem großen Köder kann man das natürlich immer wieder gut probieren. Gerne auch große Haken, 4-0er Haken drauf machen.
Also beim Hecht ist es nicht so schlimm, wenn man es komplett übertreibt und wenn man dann eben probiert, ob mit dem riesengroßen Köder was geht. Und dann reicht es in der Regel auch ein-, zweimal zu werfen. Wenn da nichts passiert, sofort wieder wechseln. Denn wenn da nichts geht, naja, dann wird auch nach dem fünften und sechsten Mal irgendwie kaum was gehen. Sollte ein Köder richtig gut funktionieren, deswegen kann man auch sehr gut, sehr schnell Köder wechseln. Wenn ein Kunstköder sehr gut funktioniert, dann funktioniert er sofort. Und zwar merkt man das nach wenigen Zupplern bei dem Einschlag oder eben, dass sofort beim Einschlag was reingeht. Anderer Test, natürlich auch nochmal eine Möglichkeit hier mit der Jerkbait. Jerkbait natürlich auch durchaus eine Option, wenn man das schon kann. Zuletzt hatte ich ja diesen Jerk, das ist ja einer von den selbstgemachten, den hatte ich ja probiert an der alten Festung. Da war das letzte Video von der alten Festung. Auch einfach mal reinschauen, beziehungsweise es gibt ja auch nochmal, wenn du frisch bist im ganzen Hechtangeln oder vielleicht noch gar nicht so weit bist, zack, dann gibt es natürlich auch noch ein Hecht-Start-Video. Auch das verlinke ich nochmal. Hecht-Start an der alten Festung. Welches Setup, welche Spots, welche Köder wird da alles beschrieben? Und zack, jawohl. Also, es geht zumindest auch da wieder was drauf. Aber es ist noch nicht so ganz ideal. Vor allem fehlen mir noch zweimal 2 Kilo Hecht. Ich will ja den Kaffeeauftrag. Also, da muss jetzt probiert werden. Was hier auch natürlich immer wieder geht, sind Blinker. Oder wir haben die Möglichkeit, hier auch mit Wobblern durchzugehen. Also ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man es ganz wild machen will, dann geht man einfach auf der anderen Seite hin. Das heißt, man rennt hier hinten einmal rum. Da hinten ist so ein kleines Tor hinterm Fischmarkt. Und da rennt man dann einfach rum und steht dann da drüben auf der anderen Seite. Kann man auch mal testen. Aber ich mag es eigentlich lieber, gegen die Strömung zu ziehen und dadurch dann eben noch ein bisschen hier durchzujiggen. Wir können natürlich auch mal hier das gleiche Farbschema nehmen. Ach du Schande. Ach du Schande. Da wird aber mal Zeit, dass hier mal wieder neue Köder verwendet werden. Neue Haken. So, nehmen wir mal das Teil hier. Das ist doch mal ein richtig schön großer rot-weißer Köder. So viel zum Thema übertreiben. Wenn, dann richtig. Also mit dem richtig mächtigen, massiven Köder. Und den Hechten ist es ziemlich wurscht. Die denken sich bloß, ja wow, den Fisch snack ich weg. Das ist ja mal genau das Richtige für mich. Und dann schießen die da drauf. Im Ideal direkt so eine Hechtmutti. Und zwar so in Trophy-Größe. 10 Kilo plus wäre es natürlich nicht so schlecht. 12 Kilo Trophy. Vom Setup her wird es hier schon sportlich auf dem Setup. Ich habe hier nur 18 Kilo Bremse. Das Ganze hier natürlich mit 45 Kilo Stahl zusammengebaut auf der Jerkbait-Rute. Und dann kann man hier natürlich auch wieder ein bisschen mit variieren, ein bisschen probieren, was dann damit geht. Vielleicht funktioniert hier in dem Fall auch einfach das Durchleiern, kann man natürlich auch testen. Also einfach so und dann auswerfen, bisschen ziehen und dann zwischendurch Stopp machen, Schnur locker lassen. Dann kommt ja die Strömung, hier haben wir schon Führung mit Zwischenstopp. Dann wieder ein bisschen ziehen, 3, 4, 5, dann wieder locker lassen. Schön wieder wegtreiben, Führung mit Zwischenstopp. Sowas ist dann immer richtig nice. Dann kann man hier auch an verschiedensten Stellen das einfach mal testen auf andere Methode als immer nur das Gieren oder dieses Durchjiggen. Ne? Funktioniert auch immer mal wieder. Muss man zumindest einfach mal getestet haben, um zu sagen, ja, die wollen jetzt eher gegiert. Also mit solchen ruckigen Bewegungen. Oder die wollen lieber durchgezogen. Die wollen so einen müden Fisch. Also das muss man immer wieder ausprobieren. Ja, und jetzt in den Abendstunden geht es auf einmal wieder los. Jetzt ballern sie auf einmal wieder rein. Das hat tatsächlich gerade jetzt ein bisschen ja, eine Flaute gegeben. Tatsächlich so über Mittag komplett. Und auf einmal jetzt, ich habe jetzt die verschiedensten Jerks getestet. Und tatsächlich der Köder, der Jerkbait-Köder, der selbstgemachte, den ich auch zuletzt an der alten Festung ganz gut nutzen konnte. Der hat ganz gut funktioniert und der
liefert jetzt auch gerade hier. Also innerhalb von einer Minute 4 Kilo, 2 Kilo, 6 Kilo. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Also da habe ich dann doch noch Hoffnung, dass dann hier gleich der letzte mir noch fehlende mit genau 2 Kilo, 2 Kilo reingeht. Ungefähr in dem Bereich. Und dann können wir hier schön Zahltag machen, den Kaffeeauftrag abschließen. Und dann gucken wir natürlich auch mal rein, was denn die anderen Hechte so bringen. Denn die sind ja mittlerweile wieder richtig schön lohnenswert. Zack, da haben wir den nächsten dran. Aber was natürlich ein bisschen nachteilig ist, ja, die deutlich größere Frequenz hier jetzt gerade eben auf die Jerkbaits. Ne? Und Jerkbait muss man eben auch erstmal haben. Also das ist nichts, was man sich mal eben schön gönnt. Das ist auch wirklich tatsächlich im Game eine absolute Nische. Also leider im Moment immer noch so, dass man es höchstens richtig sinnvoll eben fürs Hechtangeln verwenden kann. Und wenn man eben nicht hechtangelt, ja, was machst du dann mit dem sehr, sehr, sehr teuren Setup, wofür man eine extra spezielle Rolle benötigt, eine extra Rute benötigt, extra Köder benötigt. Also es ist schon ein sehr, sehr teures Vergnügen, wenn man eben speziell auf Jerkbait unterwegs sein will. Kann man natürlich machen, würde ich allerdings erst machen, wenn man wirklich keine anderen Sorgen hat im Game. Denn, ja, wie gesagt, es ist das einzige, zack, was eben eigentlich nur so richtig für Hecht funktioniert. Es soll auch für Lachse gehen. Es sollen auch oder es wurden auch immer mal wieder Lachse damit gefangen. Ja, naja, aber so richtig the one and the only oder der ultimative Köder. Ah, verdammt ausgeschlitzt. Ich glaube, der wäre es gewesen. Der sah schon gut aus von der Größe. Also die ultimativen Köder sind es ja nicht, sonst würde man es ja auch regelmäßig in den Rekorden sehen, an der Yama sehen und so weiter für Lachse oder am Archipel. Da ist es halt, wie gesagt, auch leider nicht so vertreten, beziehungsweise andere Köder funktionieren einfach besser, ne? Wenn man hier die Wobbler sich anguckt oder eben dann die Blinker an der Yama, also Wobbler am Archipel, Blinker an der Yama. Ballern einfach besser rein als Jerkbait. Schade eigentlich. Vielleicht ist es ja die Revolution irgendwann mal. Oh, guck mal hier auf dem letzten Meter. Die Revolution irgendwann mal an der am Wolchow hier. Wolchow war ja jetzt lange Zeit richtig, richtig mau. Richtig Flaute gewesen. Und vielleicht ist das ja der ultimative Hit. Alter, was gerade die Büffelfisch-Trophys hier wieder reingehen, ne? Büffelfische laufen übrigens. Wenn ihr Bock habt auf Büffelfisch, einfach mal im Discord vorbeischauen. Link zum Discord direkt unterm Video. Und da einfach mal reingucken. Der Spot rennt bis hin zum schwarzen Büffelfisch heute. Also, da geht einiges an dem Büffelfisch-Spot. So, jetzt hätte ich gerne hier meinen letzten 2 Kilo Hecht. Denn danach gehe ich direkt hier am Wolchow auf Aal. Das werde ich auch gleich testen. Denn wir haben es gerade perfektes Wetter, 14 Grad. Später wird es nochmal 13 Grad, auch richtig, richtig nice. Also bei solchen Temperaturen am Wolchow auf Aal gehen, dann lohnt es sich. Und zwar werde ich gleich rüberbrettern und dann hier an der Stelle, die altbekannte Stelle, da dann einfach probieren. Jetzt nochmal ratzfatz, go go, wo bleibt mein 2 Kilo Hecht? Wir haben schon 21 Uhr gleich. Bevor es dunkel wird, will ich dann da stehen und dann auf Fischfetzen auswerfen. Einserhaken, Fischfetzen, ungefähr 20 Meter rauswerfen an dem Aalspot. Na komm, einer muss doch jetzt noch gehen hier. Zur Not nehme ich dann einen 4 Kilo Hecht. Der 4 Kilo Hecht, der könnte eigentlich auch noch gehen, ne? Ich meine, die Kaffeeaufträge bringen halt so viel Geld. Also da lohnt es sich auch, wenn der Fisch deutlich über dem geforderten Maß ist, lohnt es sich meist noch. So, kriegen wir jetzt nochmal einen hier. Einen schönen Brocken. Locker durchziehen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen was mit dem Stress. Man muss einfach lockerer reingehen. Nicht so hektisch. Einfach locker durchziehen.
Und dann ballern sie auch irgendwann rein. Oder auch nicht. So, ein Auswurf mache ich noch. Wir haben 21 Uhr. Ansonsten gehen wir gleich eben verkaufen. Kaffeeauftrag abgeben. Und dann, wie gesagt, geht es gleich für mich direkt auf Aal. Dünnes Vorfach, ja, wie man halt so auf Aal geht, ne? Schön dünn. Einser Haken, Fischfetzen. Und ich denke, ich werde hier. Zack, da geht noch einer rein. Ich denke, ich werde hier sowas. Nee, ne? Den Barsch, Alter. Wie nennen. Ja, vielleicht so 9 Kilo Vorfach. So ganz dünn will ich hier nicht reingehen, weil eben hier auch Quappen reingehen können. Wälse können hier reingehen. So um die 9 Kilo müsste ungefähr funktionieren hier für das Aalangeln. Ein bisschen Risiko ist halt immer dabei. Oder vielleicht um die 7 Kilo. Ja, wird schon passen. Einfach mehr Risiko. Wenn halt was Verkehrtes reingeht, dann ist es nun mal so. Dann hat man halt Pech. Aber im Idealfall hat man ja dann das Glück, dass vielleicht echt mal was Gutes reingeht. So, will nicht. Jetzt wird es hier echt langsam dunkel. Nur aber schnell. Also, einpacken. Schnell zum Kaffee. Zack, 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 zack. Kurz reingucken. So, hier auf die Bank gucken. Da ist das Dingen. Zweimal nehmen wir den und den. Die beiden bringen jetzt 108 Silber. Jawohl, schönen Dank dafür. Die anderen fangen wir hier gerade noch nicht. 108 Silber in den paar Minuten. Was war das jetzt? 30 Minuten. Naja gut, immerhin. Ne? 30 Minuten und 100 Silber nochmal oben drauf. Ja, 30 Silber eben hier für so ein 5-6 Kilo Hecht. Das lohnt und alles dazwischen war leider nicht da. Aber tatsächlich auch ein Fünfer für ein unter 2 Kilo Hecht. Das ist eben die Änderung von vor ein paar Monaten. Da gab es das extra Video zu. Also das ist hier tatsächlich jetzt deutlich lohnenswerter. Auch für die kleineren Hechte hier mal auf Hecht zu angeln. Wie gesagt, alte Festung und Co. So, und ich gebe jetzt Gummi schnell ab an den Spot. Und Gas geben. Jetzt hier auf den Aal. Hier hinstellen. Ungefähr 20 Meter, 21 Meter in den Schatten. Und ich hoffe jetzt, dass da was reingeht. Petri Lümmels, toi, 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 zieht raus die Brocken. Entspanntes Wochenende gewünscht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und live natürlich auf Twitch. So, Vorfach auswählen. Zack, einser Haken, Fischfetzen drauf und auf 20 Meter, machen wir mal 22 Meter und dann ab da vorne in den Schatten. Ja, und absinken lassen. Petri.